Hallo zusammen, hier ist da. Ja, gebratene Reis, es gibt viele verschiedene Arten und jede ist auf seine Weise lecker. Aber da ist eine Variante, wo jeder sagt, wow. Kaopak-Sambaron, gebratene Reis mit Ananas. Der süß-sauer und saftige Geschmack der Ananas mag es so lecker und sie ist auch sehr gesund. Wir kochen heute gebratene Reis mit Ananas und Garnelen. Ja, vielleicht denkst du, das ist alles ein bisschen schwierig, aber ist es nicht. Ich zeige dir genau, wie es geht. Okay, fangen wir an. Wir brauchen diese Zutaten. Die Ananas. Schaust du? Ungefähr die Farben. Unten leicht gelb. Und nach oben hin wird es grillig. Das ist perfekt für gebratenen Reis. Aber wenn du nimmst, sehr gelb die Farbe. Es mag sehr süß. Außerdem Reisöl, Zwiebel, Schalotten. Das ist für mal gebraten Schalotten garnieren, Butter gesalzen, Eier, Knoblauch, gekochter Reis, Kirschnüsse, Sojasauce, Salz, gelbe Currypulver, Pfeffer und Lauchzwiebel. Okay, zuerst schneiden wir die Ananas. Ja, ich habe schon gewaschen. Okay, ja, wenn du denkst, ein bisschen zu groß, kannst du wegschneiden. Ja, ungefähr so oder so. Ist mir egal, wie du willst. Okay, schneide du zuerst die Haare von Ananas. Okay, marke das. Okay. Tauschen. Bisschen noch. Okay, ungefähr so. Und dann schneidest du hier ungefähr so für mal den Teller stabil. Okay, ungefähr nicht so viel, gell? Okay. Ungefähr so. Okay, perfekt. Okay, jetzt das Flugfleisch rausschneiden. Zuerst nimmst du die Messer und dann auf dem Hand ungefähr so, machst das so. Und dann vier Ecke schneiden. Mach das so. Aber musst du vorsichtig gehen, nicht zu tief. Wenn zu tief, ja, vielleicht die Teller kann kaputt. Ganz ruhig machen. Okay, dann schneid du das. So, okay. Das ist für gebratenen Reis. Auf dem Teller. Weiter. Andere Seite.
Okay. Ungefähr so. Dann nimmst du den Löffel und dann machst, das ist ja, das ist nicht so fertig gemacht, das ist weg. Okay, ungefähr so. Okay, dann komm weg. Okay. Okay, unser Ananasteller schon fertig. Okay, weiter. Dann schneiden wir die Ananas für gebratenen Reis. Okay, das bisschen Haken schneiden weg. Okay, dann schneidest du ungefähr so vier Ecke gleich schneiden. Ungefähr so. Okay. Ja, das ist weg. Das ist hart. Okay, weiter, dann Gemüse schneiden. Zwiebel schneiden. Ja, schneidest du vier Ecke. Kleine vier Ecke. So. Okay, dann. Schalotten schneiden, das ist ganz dünn schneiden. Ungefähr so. Warum dünn? Für mal gebratenen Schalotten. Knoblauch gleich schneiden. Okay, ungefähr so. Und Lauchzwiebeln schneiden. Ja, ungefähr so. Okay, jetzt braten wir die Cashewnüsse und die Schalotten. Okay, zuerst. Ja, für Braten musst du niedrige Hitze, gell? Öl dazu geben. Ja, für Braten Cashewnüsse und Schalotten, ja, die niedrige Hitze, gell? Okay, dazu geben. Und dann immer verrühren, gell? Für mag die Farben schön und sehr knackig. Siehst du, oder? Zuerst, es ist weiße Farbe. Ja, ein bisschen noch, gell? Ja, schau mal, die Farbe ist schon. Okay, und jetzt hier so. Ja, das ist perfekt. Okay, weiter. Schalotten braten. Okay, immer braten gehen. Ja, siehst du, oder? Sie sind ein bisschen schon trocknet, aber wir brauchen sehr trocknet und sehr knackig. Dann braten wir noch. Ja, schau,
Es ist ein bisschen hellgelb. Noch ein bisschen. Wir brauchen noch ein bisschen. Okay, ungefähr so. Ja. Okay, auf dem Sieb schon mal das Öl weg. Okay, jetzt haben wir alle Zutaten. Wir können unseren gebratenen Reis kochen. Ja, ich habe Reisöl von Charlotten gebraten genommen. Das ist ungefähr ein Esslöffel. Okay, fangen wir an. Ja, mittlere Hitze. Dann Butter dazugeben. Okay. Weiter. Knoblauch dazu. Und Zwiebel. Okay. Ja, braten wir, bis der Geruch von Knoblauch kommt und die Zwiebel gar sind. Okay, ungefähr so. Dann die Eier. Okay, dann dazu geben. Bisschen noch warten. Okay, dann mach das zusammen. Okay, dann braten. Ja, dann zusammen braten, gell? Okay. Okay, sie sind ungefähr halb gar, gell? Dann die Garnelen dazu geben. Braten, bis die Garnelen gar sind. Okay, ungefähr so. Dann den gekochten Reis dazu geben. Okay. Dann noch zusammen braten. Ja, braten wir, bis der Reis trocken ist. Okay, dann brüsten wir mit Salz dazugeben. Okay. Weiße Pfeffer dazugeben. Okay. Und Sojasauce dazugeben. Okay, dann braten noch. Ja, gut verrühren, damit sich alles verbindet. Okay, jetzt die Ananas dazu geben. Okay, wir brauchen noch Fleisch. Okay. Dann noch ein bisschen braten. Okay, dann Cashewnüsse dazu geben. Ja, das ist für Garnelen. Und gebratene Charlotten dazu geben. Okay. Das ist auch für Garnelen. Okay, dann braten noch. Jetzt gibt es Currypulver dazu geben. Ja. Okay. Ja. Dann
die Hitze ein bisschen rauf. Ja, warum sie kommt so spät? Weil es macht den Geruch mehr mild und nicht so stark. Es ist besser für gebratenen Reis. Okay. Sehr, sehr aromatisch. Okay, und auslassen. Lauchzwiebeln dazu geben. Okay, und noch ein bisschen verrühren. Okay, abschalten. Fertig. Bisschen Garniere. Schon, schon. Okay, fertig! Wow, wunderschön. Da traut man sich fast gar nicht anzufangen, so toll wie das angerichtet ist. Also ich wüsste nicht, wie man eine halbe Ananas besser füllen könnte. Schau dir die Mischung an. Die ganzen Garnelen mitten im Reis und Gemüse. Ananasstücke natürlich. Und dann als Krönung obendrauf die Schalotten und die Cashewnüsse. Also ich muss jetzt einfach essen. Schau mir mal, dass wir möglichst von allem was auf den Löffel kriegen. Oh ja. Cashewnut fehlt noch. Okay. Oh ja. Schön knackig. Die Garnelen und die Cashewnuss. Und ja, das Aroma von den Schalotten. Ja, ich liebe es. Ich mag ja sowieso so gern Zwiebel. Die Ananas macht alles richtig schön saftig. Also wenn man normalen Kaupat isst, dann ja, braucht man immer noch eine extra Limette und auch Fischsauce. Aber ja, hier braucht man das eigentlich gar nicht, weil die Ananas, die regelt das Saftige von ganz allein. Und ja, man muss natürlich auch Appetit auf was Süßes haben. Also für mich ist es eine süße Mahlzeit, wie zum Beispiel Pfannkuchen oder Kaiserschmarrn in Deutschland. Und ja, wenn man darauf Lust hat, dann ist es wirklich grandios. Okay, ja, für gebratene Reis mit Ananas, du kannst andere Fleisch nehmen. Also Hähnchenfleisch oder Schweinefleisch, wie du willst. Und noch ein Tipp, ja, du kannst anstatt gebratenen Reis auch gebratenen, gebackenen Reis machen. Zuerst die Ananasschale in den Backofen für 10 Minuten, dann den gebratenen Reis in die Schale und dann alles zusammen nochmal in den Backofen für 5 Minuten. Es ist auch sehr lecker. Okay, guten Appetit. Tschüss.